So, willkommen zurück. Noch übrig von der Speiserolle. Danke. Bei Anno 1800. Heute mal eine etwas entspanntere Folge. Ich versuche mal meine Inseln, / meine Bilanz, auf Vordermann zu bringen. Kann es sein, dass uns irgendwas fehlt? Nö, eigentlich nicht. Also gut, außer dass es hier gerade brennt. Aber das war ja sowieso klar. Gut, hat Karl Leonard von Malching Anteile von Schüttorf. Gut, die kaufen sich gegenseitig auf. Dann werden wir uns nach und nach aus diesem dämonischen Dunst selbst mit eurer um die Inseln kümmern. Finden und holen sie irgendeinen. Ihn hier wahrscheinlich. Hallo? Genauso wie letzte Saison. Finden und holen Sie Herr Joseph, Tragödiendarsteller ohne Gleichen. Der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Beeinflusst Varieté, Unterhaltskosten. Naja, gut, okay. Das ist jetzt nicht so das Wichtigste. Eine Produktion wurde angehalten. Ja, da haben wir die ersten Zementsäcke, glaube ich, abgeliefert. Aber noch nicht ausreichend. Gut, dann werden wir hier erstmal upgraden. So, wir gucken uns mal hier ein bisschen was aus. Viele können es aber nicht mehr werden. So, ich denke, das reicht erstmal für die. Dann als nächstes. Und jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier in dem Rahmen bleiben. Oh Gott, das ist aber nicht mehr viel. Das ist aber gar nicht mehr viel. Aber das war's schon fast, oder? Also prinzipiell ist es eigentlich auch egal. So, und dann würde ich gerne noch diese hier. What the fuck? Oh, es fehlt mir Stahl. Oh. Okay. Bereit für den Einsatz. Dann einmal bitte hier hin, Stahl holen. War ja nicht allzu lange. Gut, aber schon mal 500 plus gemacht. Oder 1000? Das geht auch auf jeden Fall noch bergauf. Gut, dann holen wir uns erstmal Stahl. Dann gehen wir die Inseln durch. Also hier. Machen wir ein sattes Minus von 700. Okay, Brauereien sind utopisch teuer. Haben wir zufälligerweise etwas... Wer bist du denn? Schrein rein. So, bla bla bla. Schatzsuche. Oh, wir haben eine Schatzsuche. Schön. Das sind... Naja, komm. Handelskammern. Zigarrenmühle. Schreinereien. Kanonen. Und Geschütz. Köhler. Minensteinbrüche. Hochrad. Unterhalt minus 10, aber Brandgefahr geht hoch. Metzger und Köhler. Gut, Hafen, Hafen, Rathaus. Ach, nee, da ist nichts dabei, was mich interessiert. Also das ist auf jeden Fall alles immer extrem voll. Wir können natürlich hier nochmal ein paar Häuser bauen. Das wird jetzt allerdings auch nicht mehr. Nee, das kann ich definitiv so nicht bauen. So könnte ich es noch bauen. So, dann könnten wir auch noch upgraden. Wobei uns auch ein paar Steine fehlen. Ach, wir bauen nur Holz. Okay. So.
Das können wir noch entspannt machen. Die 6 würden ganz genau reichen. So, dann haben wir das. Mehr geht erstmal nicht. Jetzt müssen wir warten, bis die hier alle hochgepusht sind auf 10. Nur noch minus 450. Und wir sind schon bei 6,1. So, du bitte Stahlträger. Route eingezeichnet. Damit wir hier weiter upgraden können. So, 6,4 schon, sehr schön. Ach, was bräuchtet ihr denn als nächstes? Wurst. Oder. Gut, Kirche bringt mir nur Zufriedenheit. Also, nur in Anführungsstrichen. Können wir mal bauen. Gibt es nochmal ordentlich Zufriedenheit hier in der Stadt? Oder in dem Dorf? So, da geht's wieder nach oben. Sehr schön. Das ist unser gutes Recht. Ihr habt noch kein Bier, weil... Ah, mir fehlen noch Arbeiter. Okay, also muss ich noch weiter upgraden, damit ich hier auf die Arbeiter komme. Sehr gut. Ich muss eigentlich auch noch ein paar Häuser bauen. Aber ich glaube, ich bin hier durch, ne? Ah, hier gibt es nicht mehr viel, was ich bauen kann. Zumal auch der Marktplatz. Naja, gut, er reicht noch bis gerade so da hinten. Aber ansonsten, Produktion oder ja, warentechnisch sind wir voll. Hier ist aber auch nicht allzu viel Platz. Ah, alles gut. Ich kann nur den Zahnschlüssel reichen. Den entscheidenden Rock musst du dir selbst geben. Nee. Nochmal drüber schauen? Nee, alle, ich hab doch gerade abgeschickt. Du bist nur das Gleichgültigkeit. Ist das klar? Strange. So, was ist hier schon wieder los? Redcaster. Was ist denn meine Armee eigentlich? Ach ja, da habe ich ja komplett aufgesplittet, ja. Wir sind ja auch noch im Frieden, ne? Eine Stunde ungefähr? Ja, fast exakt eine Stunde, sehr gut. Unmöglich? Ja gut, aber Hauptsache wir haben wieder Frieden. Nehmt schon, bevor ich davon einen trinken gehe. Okay, was kriege ich? Hoch die Taschen, auf den Boss. Beeinflusst Bauern und Arbeiter aus Zufriedenheit. Ja, gut. Zufriedenheit. Blablub. Egal. Ah, okay, die Insel ist aber... ja, da kann ich noch einiges bauen. So, Wurst wäre das nächste. Das ist halt so eine Rechensache jetzt. Also, wir haben... Das war die falsche, oder? Wir haben 410 Arbeiter. Wobei ich eigentlich wissen müsste, wie viele Häuser wir haben. Wir haben 41 Arbeiter. Ja. 41 Arbeiter. Wir kriegen 5 mal 41 sind 220. Brauche Wurst, ne? So, das wären 80. 80, das wären 240. Aber ich muss sowieso noch erweitern. Okay, das machen wir aber. Gut, dann machen wir das. So, die Steine werde ich mir auch mal aus der Nähe angucken später. Dann knallen wir hier, würde ich sagen, die Wurstfabriken hin. So, hier oben ist es richtig. Ah, war sogar richtig rum, sehr schön. Ja, ich weiß, wir brauchen Steine. Nummer
Bruno? Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Das geht von Hand wesentlich besser. Nummer 2. So. Was brauche ich hier? Holz. Steine wahrscheinlich, ne? Ja. Aber wir haben ja hier auch noch Steinfabriken. Ja, wir werden jetzt halt extrem viel hin und her schippern müssen. So, hier werden wir auch noch ein Depot bauen. Kostet mir ja auch nur Steine, ne? Ja. Aber ein Depot wäre gut. Seife wäre auch noch möglich und Brot. Seife. Oh, da bräuchte ich sogar schon Stahl dafür. Na gut, wir machen aber erstmal eins am anderen. So, jetzt können wir auch nochmal eine Reihe upgraden. Dann müssen wir jetzt hoffentlich auch auf die 100, auf die 500 kommen. Ja, 460. Stimmt, wir erweitern uns auch noch nicht, ne? Nee. Ah. Ja, ich muss gucken, dass es so nach und nach bergauf geht. So, dann hier, Hauptstadt. Weiter upgraden. Wir graden ab zu den Ultrahäusern. Wobei ich ja gelernt habe, dass es nicht die Ultrahäuser sind, sondern noch eine Stufe mehr gibt. So. Vergnügte Melodien entspringen. Dann machen wir das hier gleich auch noch mit. Was fehlt hier? Seriously, eine Schule? All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ich kann jetzt also die botanische Garten bauen. Super. Schön. So, jetzt gibt es auch die ersten Aufträge dafür. Ernsthaft, wieso kann ich das nicht upgraden? Weil hier Schule fehlt. Das geht doch gar nicht. Wo ist die Schule? Ist das nicht die Schule? Schule. Das ist eine Uni, das ist keine Schule. Da ist die Schule. Oh, that is bad. Ach, das eine Haus kriege ich wirklich nicht. Naja, okay. So, 6, 8. Ja, das muss ich jetzt hier erstmal alles nach und nach erweitern. So, Steine abgeben. Zack, dann fährst du erstmal wieder zentral. Ruder übernehmen. Wir bauen hier Ditte. Und Ditte. So, dann müssen wir jetzt auch nach und nach Wurst machen. Ja, es geht bergauf. Sehr schön. Ich versuche erstmal alle so grob in einen positiven Bereich zu bekommen. Ja, die Insel ist, glaube ich... Wow, ja, die wird auch niemals positiv werden. Also ich meine, ich könnte hier natürlich upgraden. Und wenn ich mir das recht überlege, mache ich das auch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Ja, nur noch 400. Hafenstadt, sehr schön. Ah ja, Wurst. Es wird sich hier einfach nicht lohnen. Das wird sich hier einfach nicht lohnen. Die Insel ist halt... ist halt bad. Ja, eine Kirche könnte ich noch setzen, aber das weiß ich nicht. Will ich eigentlich nicht. So, aber wir sind schon bei 8000. Sehr gut. 9600 macht allein die hier schon. Ja, sehr schön. Sandisi, jetzt auch schon im Plus. So, Brot müsste ich mal gucken. 2, 1, 2 macht 40, 90, 150, 210. Machen wir. Das machen wir.
Ja, können wir hier hinsetzen. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier so halbwegs auf unsere Dings kommen. Ja, gut, das letzte Feld war jetzt ein bisschen für den Arsch, aber ist egal. So. Zwei. Eine Mühle. Und zwei Bäckereien. Tippe so rum. Ne, war verkehrt. Gut. Dann haben wir das. Dann produzieren wir nochmal Brot. Brot für die Welt. Dann kriegen wir das nämlich auch noch dazu. Und dann kriegen wir noch mehr. Oh, uns fehlen Bauern. Stimmt, das habe ich auch gar nicht beachtet. Ja, ich muss theoretisch hier auch nochmal irgendwo eine zweite Stadt bauen. Also hier so eine kleine Mini-Stadt. Die setzen wir mal hier hinten hin. Einfach nur nochmal so einen zweiten Außenposten quasi. Das war einfach nochmal ein paar Wohngebäude hier hinbauen. So, ein bisschen Sorg und Lieblos. So, ein Wirtshaus gibt es gleich nochmal oben drauf. Passt. Wobei ich das gern drehen würde. So. Ach ja, ihr habt ja keinen Anschluss. Hahaha. Nicht wegziehen. Ja, hier könnte man auch nochmal entspannt. Ein paar Fischerhütten bauen. Wo sind denn die Fischer da vorne? Die Fischer ziehen wir um. Die kommen nach da hinten, weil dann kann ich hier theoretisch Hafenbereich machen. So. Kleine Fischer, kleines Fischerdörfchen. Die Menschen lassen sie hochjubeln. Was? Lassen sie leben? Und hier kann ich nochmal eine kleine Reihe setzen. So. Gut, dann kriegen wir nämlich auch wieder Bauern. Ihr werdet auch mit allem versorgt, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen, hoffe ich. Ja, 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 gut, das müssen wir gucken. Aber jetzt haben wir auch Bier freigeschaltet, jetzt kriegen wir hier nämlich auch nochmal ein bisschen mehr. So, das ist schon voll. Ja, Brot kommt. Müssen wir einfach nur ein bisschen Zeit abwarten. Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwo wollte ich noch Ressourcen hinschippern. Weiß aber gerade nicht mehr wo. So, ja gut, hier müssen wir nur warten, bis das Brot kommt. So, und Schule gibt es ab 750. Aber wir kriegen ja auch nochmal durch den Brotertrag nochmal drei mehr. Ah, das werden wahrscheinlich so 150 werden. Und dann sind wir... Müssten wir es vielleicht sogar schaffen schon. Was wollte ich... Was brauche ich da? Die Schule. Kann ich sogar setzen. Brauche ich nur einen Spot. Na? Super, passt. Haben wir den schon mal gesetzt? So, da kommt ein Apfelbäumchen hin, würde ich sagen. Und dann hätten wir auch die Schule. Bringt uns, glaube ich, nur Zufriedenheit. Oder was bringt denn die Schule? Zwei Arbeiter. Naja, gut, okay, haben wir das auch nochmal. Dieses Umfeld ist derivativ. Derivat? Derivativ oder dekorativ?
So, ja gut, aktive Selbstheilung braucht kein Mensch. Bauern haben wir ein bisschen wenig, aber da haben wir auch noch eine zweite Stadt hinten. So, also 9,6 plus. Hier aktuell 1,4 plus, sehr schön. Und weiter steigend, dadurch, dass das Brot jetzt kommt. Dementsprechend haben wir auch gleich mehr Arbeiter. Jetzt muss ich halt nur darauf achten, dass wir genug Ressourcen hier überall haben. Wenn ich schon sehe, dass der Schnaps nach unten geht, habe ich das Gefühl, ich muss auf jeden Fall gleich noch einen zweiten oder einen dritten Schnapsbrenner setzen. Das, ach Gott, shit, Alter. So, das muss ich mal ein bisschen umbauen. Hallo. Ach, das ist natürlich auch super ungünstig. Fuck, ich muss mal hier sämtliches Dings gerade erledigen. So. Wenn Menschen an Hunger sterben, weshalb die Nase rümpfen vor der Kartoffel? Was, vor der Kartoffel? Ja, ist richtig. So, hier muss ich ganz kurz ein bisschen gucken und Viere noch. So, fertig. Einige Felder könnten helfen. Ja, ja, easy, easy, bin da dabei. So, und jetzt hauen wir hier noch so viel ran, wie muss. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Jetzt bin ich gespannt, ob ich es noch hinkriege. Ja, ja, kriegen wir hin. Wie viel fehlen noch? 2. So, dann haben wir da 3. Und bitte? Bitte geh nicht. Okay. Dann knallen wir uns hier vorne noch eine Schnapsbrennerei hin. Und das nennt man dann Zivilisation. Easy. Es ist lachhaft. So, haben wir nochmal eine dritte Schnapsbrennerei. Dann sollte das mit dem Schnaps passen. Klamottentechnisch. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Fischer setzen. Und eine Klamottenfabrik. Ecke. Wo habe ich denn die hingesetzt? Da oben. Da werde ich. Oh, oder? Kriege ich da noch eine hin? Ja, kriegen wir. Also da auf jeden Fall nicht, aber hier kriegen wir nochmal eine dazwischen gebastelt. Jawohl. Passt wie Arsch auf Eimer. So, dreimal Klamotten. Dann sollten wir das auch erstmal wieder haben. Also, das haben wir dreimal, das haben wir dreimal. Wurst müsste ausreichen, weil Wurst nur durch 50% der Bevölkerung benötigt wird, genauso wie Brot und Bier. Na gut, Bier haben wir sowieso eigentlich für den Export. Da leben die Leute ja nicht wirklich von. Das hier, das Holz ist eigentlich auch arschsinnfrei hier. 2 müssten eigentlich auch ausreichen. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Irgendwas fehlt immer. Gut. Ja, ich glaube, hier müssen wir auch demnächst mal upgraden. Das müssen wir theoretisch auch nochmal upgraden, aber da fehlen uns generell schon mal die Ressourcen dafür. Gut. So, Feuer. Ich muss ganz dringend hier unten eine bauen. Sonst geht mir die Schnapsbrennerei. Oder gehen mir die Schnapsbrennereien in die Luft. Also die werden mir sowieso irgendwann in die Luft fliegen. Aber dann können wir hier schon mal vorsorgen. Da oben ist eigentlich keine Gefahr. Und da hinten, da haben wir eine Feuerwehr, ne? Natürlich nicht, alles klar. Die passt doch nicht hin. Gut, dann investieren wir nochmal in Feuerwehren. Also, 176 jetzt nur noch. Aber ich könnte nochmal upgraden.
die drei auch nochmal. Jawohl, da sind wir schon wieder bei 500 gleich. Gut. Haben wir. Die haben wir erfolgreich kultiviert, diese Stadt. Die ist gut. Also, nee, die ist nicht gut. Die wird aber nicht mehr gut. Ja, hier sind wir festgesetzt bei 9,6. Habe ich was Neues freigeschaltet eigentlich? Ach ja, Kaffee. Was ich nur in der neuen Welt machen kann. Das war eigentlich easy. Wir holen uns schon mal ein neues Schiff. Seid ihr nicht eigentlich? Ja, wir machen aber erstmal die alte Welt weiter. So, diese junge Insel hier macht auch Plus. Da kann ich nee, kann ich nicht upgraden, weil mir was fehlt. Ich träume von mehr. Prinzipiell erstmal schon mal alles. Ja, Wurst wird immer noch exportiert. Oh, Brot habe ich auch gar nicht. Wie viel Brotproduktion habe ich denn? 2? What? Warte mal. Warum habe ich denn 4-mal Getreide? Ach, wahrscheinlich wegen dem, wa? Ja. Ja, dann müssen wir noch einmal in Brot investieren, bitte. Lagerhaus. Da vorne kommen 2 Bäckereien hin. Richtig rum, ja. Und da brauche ich nochmal 2 davon. So. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Ach so, ja, natürlicher Abbau. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Bente und N. Harlow, okay. Die Waffenruhe wurde beendet. Zwischen N. Harlow und Karl von Malching, okay. So. Dann produzieren wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Brot. Dann sollte das hoffentlich wieder ausreichen. Ja, Wurst ist so ein Pfennigartikel, der immer hoch und runter geht. Deswegen machen wir hier auch gerade sehr viel Minus. Ja, und Arbeiter fehlen. Kann ich denn noch weitere Menschen hier ansiedeln? Also klar, kann ich immer. Keine Ahnung, ob der Marktplatz soweit reicht. Wo ist denn hier überhaupt ein Marktplatz? Wirtshaus, da ist ein Marktplatz. Oh ja, reicht gerade noch. Ah, reicht. Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Theoretisch gerade noch so. Knall mal hier noch einen hin. Müssen wir noch mal ein bisschen investieren in Häuser. Damit ich jetzt wieder upgraden kann. So, wo ist denn unsere Hauptecke? Machen wir mal hier weiter.
So, jetzt kann ich nicht upgraden, weil... Weil irgendwas. Alter, wir sind Stufe 38 jetzt mittlerweile. Krass. So, jetzt haben wir auch wieder überall genug. Ja, der Handwerker sind wir halt deutlich zu viel, aber da müsste ich ganz, ganz viel investieren. Und da ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Also ein Varieté können wir locker setzen. Gibt uns auch nochmal... Gut, ist halt eine Kostenfrage. Oder Kosten-Nutzen. Varieté kostet mich 100... Ja, gut, okay. Also Varieté setzen wir definitiv. But where... Keine Ahnung, hier hin. So, Varieté, jetzt müsste das wieder nach oben schießen. Wie gesagt, so ein Varieté ist einfach nur so ein Bonusobjekt. Man konnte es durch die tosende Menge hindurch vernehmen. Bier ist halt auch so ein Artikel. Ich exportiere auch immer noch Bier, ne? Ja, Bier und Kanonen. Die so. Flammen sind außer Kontrolle. Jo, das wird gelöscht. Ah, Bier, 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 Bier. Bin ich halt wieder ganz gut aufgestellt mit Bier. Wahrscheinlich, weil der Export gerade war. Wie sieht's denn hier eigentlich aus mit Stahl? Okay. Die Nähmaschinen brauchen eigentlich nur Holz. Aber das ist ja easy. Und so eine Stahl... Ja, hier kommen wir bauen uns mal zwei so eine Teile. Wir bauen uns mal zwei Nähmaschinenfabriken. Oder wir bauen uns erstmal nur eine. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Jo, danke. So, dann knallen wir uns einfach mal eine Nähmaschinenfabrik hin. Kostet mich im Unterhalt 500. Aber wir werden... bisschen was wieder zurückbekommen. 15. Ah. Brauche ich 30 Gebäude, ungefähr 3, naja, 35 Gebäude, um das effektiv zu machen. Das habe ich ja nicht ansatzweise. Was für Ressourcen verliere ich denn? Ah, ich sollte tatsächlich nochmal ein paar upgraden. Wie viel sind da drinne? 20. Also kann ich die 8 auf jeden Fall upgraden. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Neuer Stadtstatus Stadt. Habe ich schon mal Stadt gesagt in dem Spiel? 1, 2, 3, 4, 8, 12. Ist das upgraded? Ja. 16, 20. Okay, jetzt machen wir 32 mal 15 sind... Wow. Okay, 32 mal 15 sind 320, 160, 480. Machen wir leicht Minus. Die Waffenruhe wurde beendet. Wir machen also noch leicht Minus. Entweder wir graden weiter ab. Ich muss sowieso hier dann viel mehr auf Arbeiter und sowas nochmal setzen. Wobei wir ja auch... Nee, es macht keinen Sinn. Es bezieht sich auf das Haus und nicht auf die Einwohner. Ich werde jetzt deutlich mehr Handwerker noch kriegen. Das ist der einzige Vorteil. Aber Münzen beziehen sich auf ein Haus und nicht auf die Gesamtzahl der Einwohner. Diese Kack-Fleischkonserven, Alter. Hab ich hier eigentlich ein Rathaus? Nee, ne? Doch. Zusatzeinkommen für Arbeiter und Handwerkshäuser. Okay, ich muss definitiv hier hinten upgraden.
So, weil ich dann nochmal deutlich mehr Einkommen kriege. Oh ja, jetzt, Alter, Stufe 39. Geht aber auch exorbitant schnell, wenn man da drauf achtet. So, die könnte ich hier auch noch alle. Aber wir hauen uns erstmal noch ein paar Bauern dazu. Wie gesagt, jetzt könnte ich auch wieder upgraden auf die nächste Stufe. Zack. Dann sind wir schon bei 700 Handwerkern. Ja, und jetzt muss ich mir nach und nach überlegen, wie ich es weitersetze. Also, dann machen wir Feierabend für heute. Hier sieht's gut aus. Jawohl, hier fehlen nur die Seifen. 400. 96. Sehr schön. 2, 3. Hier ist nur das Problem immer noch mit dem Bier. Das wird hier immer noch hin und her wabeln. Nähmaschinen kriegen wir auch noch nach und nach. Notfalls müssen wir... Naja, eine zweite würde ich ehrlich gesagt nicht bauen. Ich hoffe, dass eine ausreicht erstmal. Und die Konserven. Fleischkonserven. Brauche ich Eisen. Aber Eisen produziere ich doch hier, oder? Also mal davon abgesehen, haben wir hier sogar noch eins. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, eine Eisenmine haben wir, aber die brauchen wir für den Stahl. Ah, kann sein, dass wir hier vielleicht nochmal Eisen investieren. Paprika können wir anbauen, ja. Also wir könnten auch auf Fleischkonserven hier setzen. Müssen wir mal gucken, was das bringt. Bringt mir nochmal 7. Ja, ist dann wieder eine Rechensache. Machen wir dann aber in der nächsten Folge. So, dann haben wir... Dann so weit. Konservenknappheit. Meinetwegen. Dann werden wir uns in der nächsten Folge um die letzte Insel kümmern, nämlich diese hier. Die beiden Blanco-Inseln, da bin ich am überlegen, ob ich da überhaupt was baue. Zumal auf der Insel hier ja auch ich 0 Anteile habe. Also vielleicht werde ich die Insel sogar einfach... Was ist, wenn ich die Insel lösche und die einfach neu besiedel? Dann hat er ja seine Anteile verloren. Ist das... Alter, ich habe 500? Ach, weil das Ding hier auf Maximum ausgebaut ist. Scheiße. Okay, das wäre ein Riesenverlust. Allerdings, die Anteile zurückkaufen kostet mich 80.000. Und ich will mit ihm eigentlich erstmal wieder Frieden haben. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja. So, wen kriegen wir denn? Ein Schürfer. Beeinflusst Bohrtürme. Was? Unterhaltskosten. Die Menschen lassen sie hochleben. Also mal davon abgesehen, dass du auf der falschen Insel bist. Das kostet mich in so einem Bohrturm. 250. Na gut, könnte man nochmal 125 sparen. Naja. Ich weiß nicht, wa? Ich weiß es nicht. Erstmal machen wir Feierabend und sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Haut rein, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.